Ja, vielen herzlichen Dank für diese wunderschöne Einladung, hinzuzukommen zu Ihrer Zusammenkunft. Ich bin der Einzige in dieser Inkertagung, der wirklich nicht berufen ist zu sprechen, der wirklich nicht zu Hause ist in diesem Mysterium der Bienen. Und dennoch hat Johannes gefragt, und ich habe gedacht, dann komme ich, denn im Grunde bin ich ein wenig da, nicht für Rudolf Steiner, den kann niemand ersetzen, aber tatsächlich, wie gerade gesagt wurde, um jetzt nicht, das wäre fachfremd, in medias res, in die einzelnen Entdeckungen dieser Forschung und dieses Textes, dieser Vorträge zu gehen, sondern vielleicht ein wenig zu öffnen, einen Horizont, eine Landschaft, zu der diese Vorträge gehören, zu der das Bienenwesen gehört, die aber eben nicht nur eine natürliche Landschaft ist, sondern auch eine geistig-geografische, politische, auch eine schwierige Landschaft. Wenn man im Grunde die letzten Tage wach und bewusst erlebt hat, mindestens wenn man in Deutschland groß geworden ist, mir geht es jedes Jahr und jedes Jahr schlimmer durch die Seele, wenn es so Richtung 9. November wird. Und vielleicht die 100-Jährigkeit ist eben vielleicht doch sehr, sehr ernst zu nehmen. Ich verstehe diese Saturiertheit der Jubiläen, aber wenn man hört 21 Tage, wenn man hört, es gibt Rhythmen, es gibt große Zeitatemrhythmen. Wenn man auch sieht, wie Rudolf Steiner an manchen dieser 100-jährigen Tage, Geburtstage, sehr besonders gesprochen hat, hat das natürlich auch etwas Weckendes für uns selber. Möglicherweise steht man doch in so einem Weltenzeitenatem auch vor dem prüfenden Auge der geistigen Welt, was man aus den Geschenken gemacht hat, wie weit man sie verinnerlicht hat und natürlich auch vor der Frage, wo steht das eigentlich heute alles? Nun ist ja auch, wie wir gerade schon hörten, dieser 10. November ein sehr besonderer Tag und wir sind ja heute an diesem 10. November hier gelandet, wo damals vor 100 Jahren nicht Rudolf Steiner sprach, sondern ein Schweizer Imker, Herr Müller, der ja im Kurs auch ein wenig vorkommt, ein Referat hält im Grunde über Bienenzucht. Ein Referat hält, das Rudolf Steiner mithört und im Grunde dann darauf zurückkommen möchte. Und als er dann an diesem 22. November darauf zurückkommt, denkt man ja, das war gerade erst mit dem Herrn Müller. Aber dazwischen lag vieles im Leben Rudolf Steiners. Der 10. November, also heute, ja, das war ein besonderer Tag, auch in Dornach einst. Das war der Tag, wo Anna Samweber die Meditation bekommt. Für die Berliner Freunde, wenn dann Berlin in Flammen untergehen wird. Sie erinnern sich vielleicht an die Situation, Anna Samweber ist nach Dornach gekommen, um eigentlich endlich mal wieder dort zu sein, obwohl alles zerstört war, Nachtwache zu machen am Bau, wo es eigentlich keinen Bau mehr gab. Und an diesem 8. November, vorgestern, vor 100 Jahren, hatte sie ein Bild, eine Art Vision, aber sie war kein visionärer Mensch im schlechten Sinne. Und sie sah Berlin in Flammen. Furchtbares Bild. Und da möchte sie mit Rudolf Steiner darüber sprechen. Aber dann kommt der 9. November. 8. 9. November, der erste Versuch von Hitler und Ludendorff, die Macht zu bekommen in Deutschland. Und in Dornach wird das dann auch bekannt, was da in Deutschland geschehen ist. Und Rudolf Steiner sagt,
Wenn diese Herren an die Regierung kommen, kann mein Fuß deutschen Boden nicht mehr betreten. Oder auch, es wird Europa in den Abgrund reißen. 10. November, Sie bekommen von Rudolf Steiner dann diese Meditation, die jetzt vor kurzem, vor 3 Wochen, israelische Freunde noch einmal erbeten hatten für eine hebräische Übersetzung und ein wenig wissen wollten, und so kam die Frage an mich, wie kann es denn sein, das ist doch eigentlich aus dem Krieg, für den Krieg, aber Rudolf Steiner ist doch 25 gestorben. Konnten gar nicht fassen, die Modernität gewissermaßen, dieses, was in diesem Spruch lebt. Und ich habe ein wenig, wie so manchmal, die Geschichte erzählt, vergegenwärtigt. 10. November. Und er gibt ja nicht nur einen Spruch, sondern er sagt ihr ja auch, ja, er küsst Anna Sandweber auf die Stirn und sagte, ich brauche wackere Leute. Und sagen Sie den Freunden in Berlin, wenn das kommt, dann bin ich unter euch. Und Anna Sandweber war dann diese Frau, die 1945 vor der Wohnungstür stand an der Motzstraße, als dann auch dort die russischen, sowjetischen Soldaten gekommen sind. In der Wohnung lauter Anthroposophinnen, die sich dorthin geflüchtet hatten. Niemand wusste, was geschah. Und sie standen an der Tür. Der Spruch spielte eine große Rolle, den sie an diesem 10. November bekommen hatte. Es war nun 22 Jahre später. Es geschah niemand etwas, denn der Soldat, der Offizier, der als erster kommt, erkennt sie als seine ehemalige Lehrerin aus Odessa. Nichts geschieht. Anna Sandweber, eine der bemerkenswertesten Gestalten in der anthroposophischen Gemeinschaft um Rudolf Steiner, in vielerlei Hinsicht. Wenn man so möchte, auch ihr 10. November. Sie ging unfreiwillig von Dornach weg, sie war ja gerade erst gekommen, aber Rudolf Steiner sagte, gehen Sie nach Berlin, räumen Sie die Wohnung. Es muss alles in die Schweiz. Obwohl Hitler noch einmal nach Landsberg kam, um Mein Kampf zu schreiben und sich vorzubereiten, Rudolf Steiner ließ eigentlich alles von Berlin in die Schweiz holen, November 23. Was hat das alles mit den Bienen zu tun? Erst einmal gar nichts, aber es ist hochgradig eindrucksvoll, wie dieses Bienenthema in diesem Jahr 23 eine gewisse Brillanz und Brisanz bekommt bei Rudolf Steiner, sehr, sehr deutlich. An diesem 11. November, also morgen, sprach er ja dann in einem Mitgliedervortrag in Dornach von den Impulsen, die da um die Erde wirken im Moment, der Menschenverachtung, des Menschenhasses, wie im Gürtel um die Erde und wirken in die Zivilisation hinein. Ströme von Menschenhass und Menschenkälte. Er erinnert an seine Krebsaussagen von 1914 über das geistige Karzinom und all das, was damals nicht verstanden wurde. November 23, 100 Jahre her, Dornach, Ruine. Und es war ja eben furchtbar gewesen, wie das Jahr begonnen hatte dort, nicht mit den Bienen, sondern mit diesem Menschenhass. Und alles zerstört wurde. Und es ist merkwürdig, dass ja in den Arbeitervorträgen nicht im November das Bienenthema erklingt, sondern Januar, Februar. So als ob sie schon im Umraum der Zerstörung aufgerufen, hineingerufen wurden. Das kann man vielleicht im Rückblick sagen. Auch Rudolf Steiners Leben hat gewisse kompositionelle Geheimnisse, eine Art Choreografie. Emanuel Seilmanns sagte einmal, es ist kanonisch. Das heißt in gewisser Weise, es ist geordnet. Das hieß aber nicht, dass Rudolf Steiner das immer alles so wusste oder gar plante, sondern auch er wird
erstaunt sein im Lebensrückblick, wie das sich fügte. Nicht nur, wie die Sechsecke sich fügen in der Struktur, sondern auch, wie eine Biografie von hohen Hierarchien gestaltet ist. Und da zählt jeder Tag. Da zählen auch die Rhythmen, die 21 Tage und die anderen großen Zeitrhythmen. Denn eben, wir wissen ja, gerade bei den Arbeitervorträgen ist ja vieles eben gar nicht geplant gewesen. Ich komme kurz noch ein wenig darauf, wie sehr es diese Vorträge ja leben von den Menschen, die da sind, von ihren Fragen, von ihren Anliegen. Aber doch, das Bienenwesen ist gewissermaßen Anfang des Jahres 23 schon sehr stark da gewesen, sehr gekommen. Was für ein furchtbares Jahr im Grunde, dieses Jahr 23. Man konnte schon beglommen letztes Jahr im Oktober, November, wenn man Buchläden betrat, die Neuerscheinungen zeigen und nicht nur Science Fiction oder so, wie viele Bücher da angeboten waren, 7, 8, 9 neue über das Jahr 1923 in der deutsch-europäischen Geschichte. Ein Krisenjahr, in gewisser Weise ein Katastrophenjahr. Es begann in Dornach mit dem Brand und dann bald mit den Bienen. In Deutschland mit dieser Ruhrgebietsbesetzung, 100.000 französische Soldaten, diese furchtbare Armut, diese Verelendung. Und es wurde ja ein Jahr einer unglaublichen Radikalisierung politisch gesehen. Auf dem Hintergrund der Not. Die Not treibt die Menschen in die Extreme, sagte Stresemann, der dann auch abtreten musste. Was anwächst, ist die NSDAP, 60.000 Mitglieder dann im Herbst schon. Der Völkische Beobachter kommt wöchentlich. Die Ideologisierung schreitet voran. Und im November, dann 9. November, der erste Griff nach der Macht. Antichrist greift nach der Macht. Und Rudolf Steiner das ganze Jahr eigentlich damit beschäftigt, die Anthroposophen aufzuwecken, könnte man sagen, aufzuwecken, in was für einer Zeit sie leben, aufzuwecken für die Frage, warum bedarf es einer anthroposophischen Gesellschaft? Was will Anthroposophie? Seht ihr das nicht, so gewissermaßen die Frage? Diese Schreie, diese Situation. Aber die anthroposophische Gesellschaft sieht es nicht. Es sind Studienkreise, es gibt alle möglichen Wünsche und Anliegen, aber es ist alles andere als eine öffentliche Gesellschaft, die die Verantwortung übernimmt für Anthroposophie in dieser Welt, die die Verantwortung für die Welt ein Stück übernimmt, also ihren Beitrag zu leisten. Das alles geschieht eigentlich nicht, auch nicht nach der Brandkatastrophe. Und im Grunde in Deutschland geschieht es nicht, wo es evident ist, wie gefährlich alles wird. Und so gegen Februar 23 gibt Rudolf Steiner Deutschland auf. Nicht komplett, aber es wird ihm deutlich nach der großen Versammlung Ende Februar in Stuttgart, hier geht es nicht weiter. Dennoch soll es weiter Anthroposophie und Gesellschaft in diesem Deutschland geben. Aber hier wird es bedeutungslos werden für die Zukunft. Hier ist kein Gestaltungsimpuls mehr möglich. Dieses Land versinkt im Chaos und in Gewalt. Und dann ermutigt er ja andere Länder, sich selbstständig zu machen, was Anthroposophie betrifft. Bis dahin waren niederländische, norwegische Anthroposophen, wenn sie sich gesellschaftlich engagiert haben, gewissermaßen der deutschen Gesellschaft angeschlossen. Der Vorstand war in Stuttgart. Aber jetzt ermutigt er die Norweger, die Engländer, die Niederländer, die Österreicher, sich zu verselbstständigen. Aber gar nicht, um dann ganz in sich zu bleiben, sondern wenn sie das geschafft haben, diese Eigenständigkeit, diesen Umraum zu bilden, zu autonomisieren, dann zu kommen an Weihnachten für eine große neue Gründung
einer Weltgesellschaft für Anthroposophie, die dann vielleicht auch ein neues Gebäude braucht oder verdient hat. Das erste Gebäude war eigentlich das, was von der Deutschen Landesgesellschaft mit Unterstützung der anderen hätte in Deutschland gebaut werden sollen, aber nicht durfte. Und dann ist es kurz hinter die Grenze ausgewichen. Das zweite Gebäude sollte zwar auch in der neutralen Schweiz landen, aber eigentlich von der Weltgesellschaft gewollt. Und wenn das nicht der Fall ist, macht es auch keinen Sinn, wieder zu bauen. Das Jahr 23 war nicht das Jahr eines zweiten Baues im Sinne eines Modells, wo der Steiner plastiziert nicht, doch im Sozialen. Er baut oder er hofft, dass sie sich erbaut, die neue Gesellschaft für das neue Goetheanum. Und das Modell für den zweiten Bau ist März 24, sozusagen 3 Monate nach der Weihnachtstagung, nachdem bis zu einem gewissen Ausmaß die gesellschaftliche Gründung gelungen ist. Dann macht es auch Sinn, ein Haus zu bauen. Wofür sonst eigentlich? Wenn Bauwerke dem vorausgehen, was in ihnen stattfinden soll, das ist noch nie gut gegangen. Also ein sozialer Bauprozess, das ist das große Thema eigentlich 23 in dieser Welt, die von diesen Gürteln aus Hass fast schon umgeben ist. Das allein reicht nicht. Was wir sehen im Jahre 23, dass auf der Ruine am Karsamstag, Ostern 23, etwas ganz Neues kommt. Der Atem der Erde. Rudolf Steiners Vorträge über die Jahreszeiten, Imaginationen. So etwas gab es noch nicht vorher. Er hat schon manchmal gesprochen, natürlich über Ostern und Pfingsten und Weihnachten. Aber plötzlich beginnt in der Schreinerei die Erde zu atmen. Er schildert das, was ja vielen von uns sehr, sehr vertraut ist. Das war aber neu. Und es kam gerade nach dem Karfreitag, an diesem Karsamstag, mit einer ungeheuren Majestät, einem Glanz. Und was auch auftaucht, ist das Thema Michaelsfest. Michaelsfest. Dass wir, wenn wir den Fortgang der Zivilisation wollen, ein Michaelsfest in Zukunft brauchen, zum Bestehen, zum Fortbestehen des Menschenlebens, ja der Zivilisation überhaupt. Das ist das ganz große Thema bis zur letzten Ansprache dann 1924, Ende September. Also, natürlich hat das Jahr noch viele, viele Tiefen und großartige Ereignisse, aber wenn man nur einmal diese zwei Bilder, es sind Bilder, nimmt, die Frage nach einem sozialen Bauprozess, also gar nicht jetzt hat die Gesellschaft ein Haus, wo sie sich treffen kann, um zu streiten, sondern der Bau einer Hochschule, einer freien Hochschule für Geisteswissenschaft, getragen von einer Weltgesellschaft, eine Hochschule, die dann wiederum eine neue Landwirtschaft, eine neue Imkerei, einen neuen Umgang mit Tieren, mit Saatgut, mit Medizin, mit Pädagogik, mit Ökonomie, Lehren anschieben soll durch Ausbildung, durch Modelleinrichtungen, eigentlich in einer sich selbst zerstörenden Welt, ein Ort des Neuanfangs. Ist eine Gesellschaft da, die das will? Das große Thema auf der Erde, auf diesem atmenden Wesen, dass der Mensch dabei ist, irgendwie zu zerstören. Vielleicht ist es etwas pathetisch ausgedrückt, aber in dieses Jahr hinein stellt sich dieses Bienenwesen. Kommt es irgendwie wie hinzu? Natürlich kann man das Bienenmotiv im Werk Rudolf Steiners verfolgen und man kann sehen, wie früh er über Aspekte des Bienenwesens spricht. Aber diese großen 8 Vorträge nach diesem Präludium Januar, Februar kommen dann November, Dezember, unmittelbar vor der Weihnachtstagung.
Und irgendwie, als er nach Holland fährt, also zwischen sozusagen der Situation mit Herrn Müller an diesem 10. November und Rudolf Steiners Wiederkommen, ist er ja in den Niederlanden, eben um dort anzustoßen, auch jedenfalls die Gründung einer niederländischen Landesgesellschaft. Das Bienenthema nimmt er mit und er spricht dort an einer Stelle dann sehr schön über Biene und Mensch, über das Haupt des Menschen, die Schädeldecke, die gestaltenden Kräfte nach unten und eigentlich, wie in der Kindheit eben durch die Milch diese plastizierenden Kräfte so angeregt werden und beim älteren Menschen durch Honig, in gewisser Weise sind wir alle schon ein bisschen ältere Menschen, diese feine plastische Kraft bis hinunter in die Organe, dass der Mensch sich wirklich inkarnieren kann, Erdenbürger wird. In diesem Sinne, wie wir es vorher gehört haben, dass die Dinge auf die Erde kommen. Dazu muss erstmal der Mensch auf die Erde kommen, richtig da sein. Und das, so schildert er das wunderbar, in den Niederlanden, also wieder auf dem Rückweg schon fast nach Dornach, hängt mit dem Geheimnis des Honigs zusammen. Und kaum ist er dann da, greift er einerseits auf, was er ja da am 10. November schon andeutet, dass er darauf zurückkommt, obwohl er scheinbar schon alles gesagt wurde, aber ebenso, wie man es heute macht. Und sogleich ist in den Niederlanden etwas Großes geschehen. Rudolf Steiner war sehr verzweifelt, denn im Grunde zeigte wiederum das Erlebnis Den Haag mit dieser anthroposophischen Gesellschaft ist nichts anzufangen. Und da, wo eigentlich die Landesgesellschaft hätte sich gründen sollen, es war ein einziges Gerede und es war ganz unklar, wofür man überhaupt eine Gesellschaft braucht. Natürlich zum Streiten oder weil jeder was anderes möchte, aber es war kein Aufgabenbewusstsein da. Es war auch kein Bewusstsein da, dass diese Gesellschaft eine Hochschule tragen soll. Für uns heute ist das Bild deutlicher. Man kann Mitleid haben mit den Kollegen von vor 100 Jahren, eigentlich wussten sie ja nicht, worauf Rudolf Steiner eigentlich hinaus will. Das ist heute deutlicher. Und das ist schlimm dann an dem 17. November, abends im Hotel. Er sagt plötzlich so, sie sitzen noch da etwas rum. Ach, was soll ich mit dieser Gesellschaft anfangen? Vielleicht muss ich wirklich alleine weitergehen oder mit ein paar Menschen einen Orden gründen? Und das war unglaublich zu hören für die, die dabei saßen. Und an einer Stelle geht Ita Wegmann zu ihm hin und sagte, aber Herr Dr. Steiner, Sie haben mir doch im Sommer gesagt, wie Sie es selber wohl in die Hand nehmen werden, diese neue Gesellschaft zu formen. Und sie erinnert ihn an ein Gespräch in Penman Mawr in Wales Ende August, wo das aufgeleuchtet war. Und dann hat er es offensichtlich wieder gewartet, was geschieht. Aber es geschah nichts aus den Landesgesellschaften. Und jetzt am 17. November sagte er zu ihr, ja, Frau Doktor, wenn Sie mir helfen, dann werde ich es tun. Und er nimmt ihre beiden Hände. Und er kommt zurück und im Grunde beginnt er, die Statuten zu verfassen für eine neue Gesellschaft. Denn er hat, später sagt er auf der Weihnachtssang, er habe 4 Wochen daran gearbeitet. Also 20. 22. November, das ist einerseits gewissermaßen der Start der Bienenvorträge, weswegen sie zusammengekommen sind. Und das fügt sich aber ein in einen sozialen, auch spirituellen Bildeprozess, hocheindrücklich, wie diese Dinge auch zusammengehören. Und er beginnt dann ja am 2. Dezember in Dornach mit der Schilderung der Mysterienwesen, Ephesus. Das ist auch ein langes Thema, warum er nun die Mysterien so hineinholt.
Aber es ist ganz deutlich, dass das zusammengehört. Und das wissen Sie bestens, die 8 Bienenvorträge, es sind fast 2 pro Woche, das geht über 4 Wochen. Es geht, bis die Tagung eigentlich beginnt. Denn am 22., am letzten Kostvortrag oder letzten Arbeitervortrag zu dem Thema, das ist der gleiche Tag, wo er den erstaunten Dornacher Mitgliedern sagt, wie es nun weitergehen wird. Dass er den Vorsitz übernehmen wird und er sagt schon gar, mit wem zusammen. Noch ist gar nicht Weihnachtstagung, aber sie kommt dann. Aber an dem Tag, wo er den kleinen Bienenzyklus erst einmal abschließt, beginnt dieser Bildeprozess für diesen Sozialorganismus. Nun sind vielleicht viele oder manche von Ihnen, die heute Abend hier sind, nicht so sehr interessiert an diesen Geschicken der anthroposophischen Gesellschaft, denn es ist ja auch eine Menge schiefgegangen, können wir nach 100 Jahren sagen. Aber andererseits, wenn man so mit den Bienen verbunden ist wie Sie, ist man ja eben doch sehr stark mit Bildeprozessen, auch im Sozialen verbunden. Und so ist es vielleicht doch interessant zu hören, wie sehr dieses Thema dann hineingeht, ohne dass er es explizit ausspricht, in diesen ganzen Weihnachtstagungsvorgang bis hin zu den Vorträgen, bis hin zu dem, wie die Weihnachtstagung endet, nämlich in einem esoterischen Kurs für Menschen, die wirklich Therapeuten werden wollen. Junge Mediziner, heute würde man das nicht mehr ganz so nennen wollen, junge Medizinstudierende, auch ein paar, die schon fertig sind. Und die wollen aber wirklich wissen von Rudolf Steiner, wie wird man denn Arzt, Therapeut? Und wiederum kommt ganz stark dieses Thema hinein von Bienen und Bienenprodukten, vom Honig, auch das Bienengift spielt eine Rolle. Es ist ganz eindrücklich zu sehen, wie das alles zusammengehört. In Freiheit und Liebe gewissermaßen. Also insofern, ich bin sehr, sehr froh, dass Sie diese Zusammenkunft machen, auch wenn ich tatsächlich nur den Beginn erleben werde, weil ich meine eben doch, dass wir alle zusammengehören in diesen Bemühungen, Anthroposophie zu inkarnieren. Jeder in seinem Feld, aber das Ganze ist ein Chor. Und im Grunde gibt es schon so etwas wie die Realität einer anthroposophischen Gesellschaft, ob nun der eine oder der andere aus gewissen Gründen sich gegen Carlton entschließt und gegen diesen Schritt einer formalen Mitgliedschaft, aber inhaltlich ist es eben doch eine große Menschengemeinschaft, die sich vielleicht eben auch vorgebotlich verabredet hat, etwas zu versuchen gegen diese Kräfte des Hasses und der Zerstörung, etwas aufbauen zu leisten in diesem 20., 21. Jahrhundert, doch ein tiefes Gefühl von Zusammengehörigkeit. Und insofern meine ich, man kann fast nichts in der Anthroposophie isoliert ansehen. Es ist eigentlich ein großer Organismus und es ist schön, dazugehören zu dürfen. Und ich finde es auch immer so bedeutend, dass diese Vorträge, derer Sie gedenken, wirklich für Arbeiter und Arbeiterinnen, würde man am liebsten sagen, aber es war keine Frau dabei, doch eine, ich komme gleich zu ihr, gegeben wurden. Das haben wir zwar alle schon oft gehört und haben es auch gelesen und es sind Arbeitervorträge und so, aber es ist doch was Unglaubliches, dass das eben keine Mitgliedervorträge sind. Der Zugang war nicht die Mitgliedschaft in der Gesellschaft, sondern das Arbeiten an diesem Goetheanum. Und das waren ja, in den Hochzeiten waren das 400 Arbeiter, die ja schlicht und einfach bezahlt wurden für diese Arbeit. Das war eine Basler Baufirma. Also die bauten etwas, womit sie nichts zu tun hatten. Also ein Gegenbild der Bienen eigentlich, die doch sehr genau wissen,
durch die Weisheit des Bienenstockes, wie sehr sie gemeinsam beitragen, diesem Wesen. Ein überbewusstes Wissen freilich. Bei diesen Arbeiten war es ganz anders. Sie hatten Lohnarbeit und sie mussten für landesfremde Menschen ein mehr als merkwürdiges Gebäude bauen. Und dass das schwierig wird, das war ja klar. Und dann eben war Dornach ja noch bevölkert, nicht nur von den 400 Arbeitern, sondern von diesen illustren Anthroposophen, die ja irgendwie dann aus verschiedenen Ländern kamen, die wenigsten aus der Schweiz. Ja, schon irgendwie komische Leute sozusagen aus Schweizer Perspektive. Also von der Kleidung angefangen bis zum sozialen Benehmen. Die kamen natürlich zum künstlerischen Gestalten oder Meditieren. Also das war schon, das war brisant, man ahnt das, nicht? Und es war ja dann relativ schnell Krieg. Und das merkt man ja in Kriegszeiten, wie sich alles radikalisiert im Seelenleben. Dann sind das plötzlich wirklich Landesfremde bis Feinde und die Stimmung wurde eigentlich immer militanter. Rudolf Steiner hat vor allem dann in den Jahren nach dem Krieg, wo das dann wieder schwieriger wurde, weil im Krieg selber sind ja die meisten Arbeiter gegangen an die Front, also die Schweizer Armee, und die meisten Anthroposophen sind auch wieder einbezogen worden in ihre Armeen. Und da war ja Stille in Dornach. Ein paar Frauen haben noch gearbeitet, Edith Marion, man kann sie an zwei Händen abzählen, in dem leeren Bauwerk. In der Corona-Zeit war es auch noch mal zu erleben, wie das ist, so ein leeres Bauwerk. Damals war es ein in Entstehen begriffener, kalter Bau, vor allem im Winter. Aber nach dem Krieg ging es weiter. Aber der Krieg ging ja nicht wirklich zu Ende. Nun, in der Schweiz war es nicht so extrem wie in Deutschland. Die Historiker sprechen heute von 1923 als dem fünften Nachkriegskriegsjahr. Also das ging als Bürgerkrieg weiter, als ziviler Krieg. Und 1923 war die Kulmination in gewisser Weise des kriegerischen Bürgerzustandes. Ab 1924 trat eine gewisse Stabilisierung ein. 1923 wurde auch dieses Jahr, vielleicht haben Sie es auch mitbekommen, sehr bedacht, das erste Pogrom in Berlin im Scheunenviertel. Das war schon ein furchtbares Geschehen damals. Und dann wenige Tage später der Pogromist schlechthin versucht, Deutschlands erster Mann zu werden und alles, was damit verbunden ist. Also in diesem Jahr und in diesen Jahren, die so brutaler wurden, aggressiver wurden, da hat Rudolf Steiner dann ja sehr stark versucht, die Situation auch sozial zu gestalten, und zwar nicht nur in Stuttgart mit der Dreigliederung, sondern eben auch auf dem Hügel selber. Und als er diese Spannungen spürt zwischen den Arbeitern und Anthroposophen, und wird ihm sehr schnell deutlich, es ist wichtig, dass diese Menschen sich anders verbinden können mit dem, was sie bauen. Und so entstanden ja diese Arbeitervorträge, das ist ja bekannt, in der Arbeitszeit, in der Schreinerei. Und die einzige Arbeiterin, das war ab 1922, war diese Frau, die hinter dem Vorhang saß, Helene Fink. Helene Fink war wirklich eine sehr bedeutende Person. Wir haben ihrer etwas gedacht in der Brandnacht. Helene Fink war die Frau, die ungefähr 3000 Vorträge von Rudolf Steiner stenografierte und oft in derselben Nacht abtippte. Ein ungeheures Schicksal, auch familiär, aber das ist jetzt nicht unser Hauptthema, wie da jemand, nachdem der Vater früh stirbt, einen Beruf ergreifen muss, um die Familie mit zu ernähren, und Sekretärin wird und Stenografie lernt, aber Stenografie immer besser, immer schneller, Kurse für Parlamentsstenografie macht, gar nicht weiß warum, bis eines Tages sie einen Vortrag von Rudolf Steiner hört in Stuttgart und weiß warum.
und bald darauf ans Götterarnum kommt und dann ist sie da. Und wenn sie hochfahren zum Götterarnum, dieses nach dem Glashaus, das sie alle gut kennen, und dann den Schwung nach oben, dann ist ja links dieses kleine Bienenhäuschen, der tatsächlich jetzt so genutzt von den Gärtnern und den Imkern. Und das war ihr Häuschen, da schlief sie nicht, sie wachte, weil sie dort nächtelang tippte. In diesem kleinen Holzhäuschen ist im Wesentlichen das Werk Rudolf Steiners, auch dieser Kurs. Er ist dort getippt, von dieser Frau stenografiert und getippt worden, eine echte Arbeiterin, eine rastlose Arbeiterin für ja, die Inkarnation der Anthroposophie ins Wort. Und wir, glaube ich, wissen alle nicht, wie es weitergeht mit der Anthroposophie. Vielleicht wird ja, naja, die Imkerei wird am Ende geschlossen. Aber andere Einrichtungen sind ja kurz vor der Schließung, an manchen Ländern schon geschlossen. Es wird enger, die Gesellschaft wird, naja, nicht gerade weiter, um es einfach zu sagen. Und in Frankreich und so haben wir ja wirklich enorme Tendenzen einer, ja, normativen Macht eigentlich dessen, was gedacht werden kann und darf und was nicht. Aber was nicht mehr genommen werden kann, selbst wenn alle Einrichtungen geschlossen würden, das ist die Realität, dass Anthroposophie auf Erden ist, Wort geworden ist, studierbar ist, dass so etwas hier vorgelesen werden kann. Das bedeutet etwas, wenn das Wort kommt und ankommt. Und das war für mich immer ein großes Bild, dass diese Arbeiterin Helene Fink es geschafft hat, durch dieses Stenografieren und in extremen Zeiten bis zu 5 Vorträgen pro Tag. September 24 hat Rudolf 5 Vorträge pro Tag für verschiedene Berufsgruppen gehalten. Sie hat es mitgeschrieben, dann hat sie es oft in Reinschrift dann getippt und dann Marie Steiner vorgelesen. Und in Zeiten, wo Rudolf Steiner nicht da war, hat sie es oft den Mitgliedern vorgelesen, auf Bitte von Marie Steiner. Und nach seinem Tod auch sehr viel. Niemand hat sich so verbunden wie diese Arbeiterin, bienenfleißig. Und in dieser Brandnacht hatten wir eine kleine Ausstellung über sie gemacht, in diesem Häuschen mit ihren Stenografie-Blocks, mit allem. Und dann sind immer so Gruppen gekommen und ich habe ihre Geschichte erzählt und die Geschichte dieser Arbeit, dieser Bienenarbeit für das Werk, diesen Honig und vieles, was da eine Rolle spielt. Und dann kam die nächste Gruppe, das Häuschen ist klein. Um 3:30 kam keine Gruppe mehr am Morgen, ich war richtig traurig. Es war so schön gewesen und jedes Mal war die Geschichte ganz anders. Aber wir waren in einer Atmosphäre der Bienen. Es riecht auch sehr gut in diesem kleinen Häuschen. Insofern meine ich einen Arbeiterkurs, wo eine Arbeiterin hinter dem Vorhang saß. Übrigens eine der schwierigsten Stenografieübungen, wenn sie Rudolf Steiner nicht sah. Also das ist viel schwieriger offensichtlich, als wenn man sie sah sonst in einem Stühlchen vor ihm. Nun ja, ein Arbeiterkurs, ein Arbeiterzyklus, den wir da vor uns haben, diese 8 Vorträge, die er ihnen hielt, eine Sozialgestalt, ganz unmittelbar, aus dem Stegreif, die Gespräche, meine Herren, ist Ihnen etwas eingefallen? Ja, und auch dieses Ganze, wie er überhaupt mit Ihnen umgeht. Also dieses Thema des Herrn Müllers, das hat mich damals sehr interessiert, als Johannes und ich eingeladen waren, bei dieser Bienentagung im Rütti-Hubelbad etwas zu sagen, der Schweizer Landesgesellschaft. Es ist sehr interessant, wie Rudolf Steiner mit diesem konventionellen Imker umgeht, der ja eigentlich stolz ist auf die Errungenschaften der modernen Imkerei und der künstlichen Königinnenzucht und vielem anderen. Und im Grunde dann ja auch, das haben Sie ja auch gelesen, zu diesen Vorträgen zweimal auch neue Artikel mitbringt.
weil er eben doch denkt, Steiner ist vielleicht nicht ganz auf der Höhe der Forschung, nicht? Einmal liest er selber den Artikel vor, der Müller, und das nächste Mal hat er ihn Steiner nur gezeigt. So ganz rührend, Schweizerische Bienenzeitung. Und wie Rudolf Steiner diesen Menschen einbezieht und auch wahrlich nicht sagt, hören Sie, das können Sie alles vergessen, sondern sagt, nee, nee, das kann ich voll anerkennen. Aber Sie kennen die berühmte Stelle, wo er sagt, wir sehen uns dann wieder in 100 Jahren, Herr Müller, und dann werden wir ja sehen zusammen, ob das richtig war so mit der künstlichen Bienenzucht oder was davon übrig geblieben ist. Wir wollen uns in einem Jahrhundert widersprechen, Herr Müller, und wollen sehen, was Sie dann für eine Ansicht haben. Es ist ja ungeheuerlich, ne? Steiner sagt sowas ja nicht so dahin. Man muss jetzt aber auch nicht nach Dornach gehen und ihn suchen gehen deswegen und den Müller und sagen, wo sind die beiden denn jetzt? So einfach ist es ja auch dann doch nicht. Aber es ist wunderbar, wie er ihn liebevoll einbezieht, auch immer wieder im Vortrag selber. Es ist eigentlich ein wunderbarer Anblick, nicht wahr, Herr Müller? Mitten im Vortrag, also der Versuch, niemand zum Verstehen zu zwingen, aber auch nicht mit ihm abzurechnen und auch zu sehen, diese Begeisterung dieses Menschen, der nun glaubt, in der Moderne geht es ja richtig toll weiter und was haben wir nicht alles geschafft jetzt. Aber dann, er ist ja nicht der Einzige, nicht? Also es sind auch andere da, die sehen das ja sehr viel kritischer. Ne? Da kommt ja so ein Schreiner, das ist der Erbsmehl aus Grellingen und der andere, dieser Spengler Dollinger aus Rheinach, die haben schon eher das Gefühl, die Ökonomie hat sich jetzt der Sache bemächtigt und das ist eine schreckliche Ausbeuterei, was jetzt da geschieht mit den Bienen. Und also Steiner hat auch wiederum etwas zu gestalten, das ist ganz extrem im Grobowitzer Kurs bei den Landwirten. Das sind ja gar nicht sozusagen Erbsmehl, Grellinger und Müller, die drei Arbeiter aus der Goetheanum-Umgebung, sondern das sind anthroposophisch inspirierte Landwirte, aber zwischen einem Ernst Stegemann und einem Immanuel Vögele liegen Welten, nicht nur generationale Welten. Ist eine ganz esoterische Gruppe, die eigentlich von Rudolf Steiner vor allem Meditationen möchte, wie man auf Alimentarwesen wirken kann. Ich möchte Herrn Stegemann nicht darauf beschränken. Und eine Jugendgruppe nach dem Weltkrieg, die sagt, aber jetzt muss es mal sehr anders werden hier mit dem sozialen Leben und mit der Ökonomie und der Landwirtschaft. Die haben auch nichts gegen das Meditieren, aber im Grunde ist es mit Meditieren allein auch nicht getan. Und wie Rudolf Steiner da versucht, diese Landwirte zusammenzuhalten, kann man gar nicht sagen, zusammenzubringen. Und dann der berühmte Satz, wir brauchen Kuhhörner, um die Sache zu ermöglichen, aber keine Stierhörner, um sie durchzuboxen. Und das meint er natürlich auch intern. Also ich weiß nicht, wie es bei den Imkern ist, sicher sehr viel friedlicher. Bei den Ärzten ist es auch ganz schlimm, nicht? Also auch ohne Corona, also das ist gar nicht ohne diese Fraktionen. Jeder weiß, ist natürlich der Auffassung, er vertritt Anthroposophie und anthroposophische Medizin. Und der andere verrät die Sache. 100 Jahre Gerhard Kienle, 1923 geboren, eine Riesenauseinandersetzung, ob das Herdecker Gemeinschaftskrankenhaus überhaupt anthroposophisch war damals 1969 oder gar die Universität Wittenherdecke oder ob es ein arimanischer Verrat an der Anthroposophie ist. Diese Dinge wurden ernsthaft besprochen, auch in Kassel beim damaligen Arbeitskollegium. Erhard Fucke und wie sie alle hießen damals, Gerhard Kienle. Also wir sind hier bei den Bienen, bei den Imkern. Wie bildet sich auch eine Sozialgestalt und hier bei den Arbeitern, die zuhören, wie kommen die da langsam hinein? Wie macht man so etwas? Und Rudolf Steiner ja auch so unglaublich didaktisch, nicht? Wie er dann einerseits so loslegt mit den Vorträgen, aber dann auch wieder zurücktritt und sagt,
Jetzt werden Sie sagen, Donnerwetter, noch einmal, was der uns da vorredet. Also so eine Pause zu machen, fast die Position zu wechseln, dann sich da hinzusetzen und zu sagen, er konnte sich ja auch immer selber zuhören, manchmal auch zusehen. Im heilpädagogischen Kurs ist es vielleicht bekannt, dass Rudolf Steiner einmal nach so einem Vortrag eine wunderbare Wandtafelzeichnung war entstanden. Das wird hier wahrscheinlich leer bleiben bei mir. Aber bei ihm war wunderbare. Und dann nach dem Vortrag geht er weg und setzt sich in die erste Reihe und guckt das an. Und sagt nach längerer Zeit zu dem, der noch neben ihm sitzt, ist das nicht schön? Und das ist Menschenkunde, also nicht schön im Sinne von, gucken Sie mal, das anthroposophische Malerei, sondern er hat ja gerade das Menschenwesen gezeichnet, die Wesenslieder-Konfiguration, die Metamorphose zwischen dem oberen und dem unteren Menschen, wie die Wesenslieder anders organisiert sind, hier und hier und in verschiedenen Farben. Und nachher stellt es sich dem Ganzen betrachtend gegenüber. Also er führt hinein, er tritt zurück, er ist immer auch Teil der Zuhörer. Er spricht ein wenig mit ihnen, aus ihnen. Ja, auch das eben eine Sozialgestalt. Er erzählt von sich selber, persönliche Erlebnisse seit der Kindheit. Das ist ja deutlich in den ganzen 8 Vorträgen. Der Mann, der weiß, wovon er spricht. Und gerade wenn man nur den Anfang wieder hörte, meine Güte, wie sehr er da drin ist und wie er selbst diese Dinge so schildert, die werden ganz plastisch, gegenständlich, die sind richtig da. Als hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht als Bienenzucht oder Leben mit Bienen. Er schildert Erlebnisse, die er da hatte. Er taucht richtig ein in diese Welt. Und selbst wenn sozusagen Gegenwürfe sind, wie von Müller, der ja noch ein paar Mal widerspricht, ist so wunderbar, mit welchem Humor Rudolf Steiner das umwendet. Sie erinnern diese eine Szene, wo er dann sagt, warum schwärmen die aus? Mit dieser Lichtfülle der jungen Königin und dann der Müller sagt, wenn das so wäre, ich fange die ein und bringe die zurück. Ja und? Also da kann ja wohl nicht wahr sein, das Ganze. Und wie Rudolf Steiner das dann so, ja, so wunderbar sagt, ich will ein Beispiel aus dem Leben bringen. Denken Sie einmal, Sie wären alle irgendwo angestellt. Das sind die ja. Am Goetheanum nämlich, wo sie eines Tages finden, sie müssen alle zusammen streiken. Das war knapp davor, es gab schon mal sowas wie einen Streik. Weil hier etwas Unrichtiges in der Leitung vor sich geht, stimmt. In der Tat, sie fühlten sich, bevor Steiner irgendwie eingegriffen hat, von der Leitung nicht gut behandelt. Nehmen Sie an, Sie beschließen den Streik. Also Sie schwärmen aus, meine Herren. Ich meine, im Grunde, das war genau das, nicht Arbeiter am Goetheanum, eine ausländische Gesellschaft mit irgendwelchen Kapos und eben, die hatten schon einmal einen Streik gemacht. Also nicht wahr, es vergeht einige Zeit und sie haben nicht mehr die Möglichkeit, sich Lebensmittel zu kaufen. Sie sind am Hungertuch angekommen und gehen gezwungen wiederum zurück. Ja, kann ich jetzt sagen, also ist nicht wahr, dass zuerst etwas Unrichtiges geschehen ist? Denn Sie müssen doch bedenken, dass, wenn Sie dem ausgeschwärmten Schwarm die alte Königin wegnehmen und ihn wieder in den Bienenstock zurückbringen, er natürlich genötigt ist, weil er die alte Königin nicht mehr hat, was er ja spürt, die neue Königin auszuhalten, in den sauren Apfel zu beißen. Das ist deshalb nicht unrichtig, was ich sagte, sondern es handelt sich eben gerade darum, dass man alle diese Dinge im richtigen Lichte anschaut. Also er schildert eigentlich die Situation eines ausschwärmenden Streiks und aus einer Notlage kommen die wieder zurück, obwohl sie eigentlich aus berechtigten Gründen gegangen sind. Also nur weil sie sagen, sie können den Schwarm zurückbringen, ist das kein Gegenargument gegen das, was ich gesagt habe, dass es einen Grund gab zu gehen, einen realen Grund. Nun ja,
eine sehr humorvolle, nicht kämpferische Art, auf ein Gegenargument einzugehen, wie er sofort so ein Bild entwickelt. Und es ist doch interessant, wie die Arbeiterschaft plötzlich selber ein Schwarm ist, ohne dass er das ja so direkt anspricht. Und es ist schon interessant, wenn man denkt, ja, warum sind die überhaupt noch da? Ich meine, der Bau ist doch weg. Warum überhaupt noch Arbeitervorträge, nachdem doch alles zerstört ist? Es ist ja, was machen die eigentlich im November 23? Gar nicht einfach zu sagen, ich weiß es nicht, aber deutlich ist, es geht um Zukunft. Rudolf Steiner will wieder bauen, was sie genau für Vorbereitungen trafen, außer abräumen, aber im November 23 war das meiste schon abgeräumt. Was machen die eigentlich da, die Arbeiter? Der Bau entsteht 28. Das ist eine der ganz großen Leistungen dieser Krisengesellschaft, dass sie dieses Bauwerk 3 Jahre nach dem Tod Rudolf Steiners hingestellt hat. Und wenn man es jetzt mal wieder so ein paar Mal ganz voll erlebte, wie zum Beispiel in dieser Brandnacht, wo 1500 Menschen da waren, wir wussten ja vorher nicht, wie es wird. Man feiert ja eigentlich nicht eine Zerstörung. Macht man da nichts? Macht man Mahnwache? Was tut man eigentlich? War eine ganz schön schwierige Frage. Also Rhythmen sind nicht nur leicht zu begehen. Aber die kamen und so viele junge Menschen aus der ganzen Welt, die diese Nacht dort verbringen wollten. Und selbst die Jugendlichen aus der Umgebung, die eigentlich nur Feuerwerk machen wollten, fanden am Ende das so eindrücklich, diese Veranstaltung, und blieben immer in der Nähe. Es war ja etwas Großes. Oder dieses Jahr an Ostern 1000 Pädagogen aus der ganzen Welt. Oder jetzt diese Weltkonferenz. Dieser Bau ist da, aber Steiner war nicht mehr da, 28. Aber Arbeiter, die ihn noch erlebt hatten, die blieben dabei. Sie haben ihn ja erlebt, als dann bin ich mitten unter euch. Es war schon interessant, wie diese Arbeiter, und ich glaube, die Bienenvorträge waren extrem wichtig dafür, eigentlich auch zu diesen Arbeitern an der Zukunft geworden sind. Vielleicht diese paar Impressionen noch einmal zu dieser Bildegeschichte auch eines Baues und die Bienen und das Goetheanum. Also ich glaube, es ist schon eine sehr, sehr tiefe Beziehung. Gerade wenn man ernst nimmt, was Rudolf Steiner, wie er überhaupt über Bienen dachte. Und das beginnt ja ganz früh in seinem Werk. Das ist ja, glaube ich, Ihnen gut vertraut, dass es ja nicht die Ouvertüre am 22. November 1923 war oder das Referat von Müller am 10., also heute vor 100 Jahren, sondern kaum beginnt Rudolf Steiner über Anthroposophie zu sprechen, immer wieder zumindest, tauchen die Bienen auf. Sie gehören eigentlich wie von Anfang an zu dieser anthroposophischen Lehre, wenn es denn eine Lehre ist. Wenn es nicht vielmehr eine neue Etappe ist von Menschen- und Zivilisationsentwicklung. Vielleicht ist es falsch zu sagen, Anthroposophie ist eine Weltanschauung, Lebensanschauung, ein Ideensystem. Vielleicht ist es vor allem eine Tat, dass eine neue Epoche gekommen ist auf Erden. Jetzt kann man sagen, es sieht ja 100 Jahre später nicht so aus, als ob eine Wende geschehen ist. Denn in gewisser Weise treibt es ja vielleicht noch schneller einem Abgrund zu. Und andererseits, welche lichten Kräfte haben sich einverwandelt, diesem finsteren 20. Jahrhundert? Was für großartige Menschen, auch junge Menschen, sind über das ganze Jahrhundert gekommen. Wie viel Licht ist inmitten der Finsternis? Vielleicht ist doch ein Neubeginn geschehen in diesem lichten Zeitalter nach Ablauf des alten Kali-Yuga. Und vielleicht gehören die Bienen von Anfang an dazu. Ist doch interessant, wie früh Rudolf Steiner immer wieder
über Bienenstöcke spricht in verschiedensten Vorträgen und über die Geistigkeit eines Bienenstockes, dass das gewissermaßen ein Wesen ist, eine Geistigkeit eines Bienenstockes und ein Ergebnis einer vollkommenen Weisheit, ein im Grunde ein Bewusstsein weit über das menschliche Bewusstsein, was in jedem Bienenstock lebt. Und wenn man weiterkommt, sagt er, in der geistigen Welt, wenn man wirklich nicht nur immer über das Buch spricht, wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten, sondern wenn man wirklich da mehr und mehr zu Gast wird, dann erlebt man dort den Bienengeist als eine Art Schwesternseele. Der Begriff fällt wirklich als ein Schwesterwesen der Menschheit. Also eine sehr hohe Geistigkeit zum Menschen gehörend, merkwürdig. Eine Art kosmische Vernunft, er sagt nicht kosmische Intelligenz, aber kosmische Vernunft, die in den Bienenstöcken lebt. Und das sind ja alles Vorträge, die hält er vor wem? Jetzt nicht vor den Arbeitern leider, aber vor den Mitgliedern der anthroposophischen Gesellschaft, von denen er hoffte, dass sie Arbeiter werden am Bau der Zukunft. Die meisten sind aber Vortragshörer geblieben. Naja, es ist immer leicht zu sagen nachher, aber er wollte ja immer eine Arbeitergesellschaft, also eine Gesellschaft von Menschen, die arbeiten an einer Zukunftserde. Also Vorträge und Schriften, nichts dagegen, aber im Grunde doch eigentlich als ein Beitrag, besser arbeiten zu können für eine Möglichkeit der Zukunft. Und dann nimmt er irgendwie diese Bienen von Anfang an mit hinein und schildert kosmische Geheimnisse, wie das Bienenwesen schon von allem ersten Moment an mit da gewesen ist. Gewissermaßen der alte Saturn, wenn man jetzt evolutionär spricht, in dieser Wärme ersten Stufe von Mensch- und Erdewerdung, da ist schon ein Element, das sind natürlich nicht physische Sonnenkinder, mit einem Bienenleib da, aber dieses Bienenwesen ist irgendwie ist mit dabei gewesen, um dann aber nicht mit hinunterzugehen in diese ganze Evolutionskette. Wir kennen im rein spirituellen dieses Geheimnis von der sogenannten nathanischen Seele, dass Rudolf Steiner sagt, die Schwesternseele des Adam, die aber nicht mit hinunterging in die Inkarnation und alles dessen, was dann Widersacherkräfte waren, die Adam jetzt natürlich im Paradiesgarten, aber die Menschheit überhaupt ja auf sich nehmen musste, um so etwas wie Freiheit zu entwickeln und Eigenwillen auf Erden. Diese Schwesternseele, die adnathanische Seele des Adam geht nicht mit, sondern begleitet den Weg dieser Menschwerdung. Aber diese Begleitung ist wie manche Begleitung eine schwierige, weil sie erlebt, was aus dem Menschenwesen wird auf Erden und leidet in kosmischen Höhen eigentlich das, was da droht, ganz deformiert zu werden. Vor allem mit diesen Kräften der Selbstzucht eigentlich zu einer Karikatur zu werden. Und das schildert ja Rudolf Steiner, wie diese nathanische Seele dann immer wieder sich mit dem Christusgeist durchdringt und dadurch Strahlen hinuntersendet, ehe sie dann selber kommt an der Zeitenwende und zu einem nathanischen Jesusknaben wird, das sich mit dem Christusgeist wiederum durchdringt, aber jetzt auf Erden und diese Entwicklung einleitet der letzten 2000 Jahre. Über die Bienenseele sagt Rudolf Steiner das natürlich nur andeutend, das Schwesternwesen der Menschheit auf dem alten Saturn wie mit anwesend, aber dann nicht hineingehend, auch nicht hinuntergehend in diese Welt der Fortpflanzung. Wir hörten vorher
etwas über diese Frage der Drohnen und diese Frage des irdisch-Werdens. Und wo Rudolf Steiner ganz früh darüber spricht, dass es eigentlich ein Geheimnis des Bienenseins, des Bienenwesens ist, dass in gewisser Weise das Sexuelle und die Fortpflanzung überhaupt nur repräsentiert wird durch die Königin, eine, die es für die anderen gewissermaßen auf sich nimmt. Nun, Steiner ist der Letzte, der so etwas mit einem irgendwie asketisch-moralischen »Es ist nieder«, aber er kannte diese Kräfte, die einfach wirken in Fortpflanzungsströmungen und wie diese Bienenwesen einen anderen Weg gehen als Begleiter der Menschheit. Also etwas wie zurückgenommen wird, zurückgehalten wird, andere Kräfte sich entwickeln können. Und das bewundern wir ja bis heute und Sie am allermeisten, die Sie mit Bienen leben, diese ungeheuren Kräfte auch des Selbstlosen miteinander. Irgendwie, Steiner spricht ja von einer echten Liebeskraft, die gewissermaßen im Bienenstock lebt. Also nicht in der einzelnen Biene bis hin zu einer leiblichen Liebeskraft, sondern das Ganze, wie dieses Wesen als Gesamtes kennzeichnet, ein weises Leben führt. Er sagt in gewisser Weise ja auch dem Planeten Venus hingegeben. Und eigentlich dort kommen dann die Evolutionsströmungen wieder zusammen, wenn eines Tages, so sagt er, die Menschheit dieses Venusbewusstsein entwickelt, dann findet sie sich wieder ganz eng mit den Bienen zusammen. Könnte auch sagen, haben gemeinsam begonnen, sie sind einen anderen Weg gegangen und repräsentieren jetzt wie ein vorzeitiges Prinzip. Und selbst da, wo sie zu den Pflanzen gehen, da erleben sie etwas vom Liebesleben der Pflanzen, denn das gibt es ja auch im Vegetativen, nicht? Also diese Blüten, und so sagt Rudolf Steiner, da saugt die Biene ja die Nahrung, macht sie zu Honig, und hat in gewisser Weise Anteil an dem Liebesleben der Pflanzen und bringt etwas vom Liebesleben der Blumen zurück, gewissermaßen den Bienenstock hinein. Der ist selber allerdings sprossende, sprießende Liebe als solcher. Also diese, sagen wir vorsichtig, Bilder gehören von Anfang an zur Anthroposophie oder zu dem, wie Rudolf Steiner immer wieder dieses Bienenthema anklingen lässt. In einer Gesellschaft, ich sage es noch einmal, die eigentlich angetreten ist, um etwas zu tun auf dieser Erde, nicht im Wesentlichen um Steiner zu lesen. Das ist ein schöner, notwendiger Zwischenschritt. Das Studium der Anthroposophie, auch das gemeinsame Studium der Anthroposophie, aber deutlich ist eigentlich eine michaelische Gemeinschaft, so sagt er es dann aus 1924, die gewisse Schicksalsaufgaben hat, vor denen sie steht. Und man könnte ja Rudolf Steiner nach der Jahrhundertwende als jemand erleben, der diese Menschen so langsam sammelt. Ja, denn so entstand die anthroposophische Gesellschaft, er hielt einen Vortrag, es kamen einige Leute, meine Güte, die fühlten sich ganz gemeint. Sie gingen zu noch einem Vortrag, dann trafen sie einen wieder, der sich auch angesprochen fühlt in seinem Herzen. 1923, vor 100 Jahren, sagte Rudolf Steiner, na, die Anthroposophie ist doch eigentlich ein lebendiges Wesen. Es ist doch etwas, was man eigentlich erleben kann zwischen den Menschen und auch selber bei einem. Das pocht ans Herz und sagt, du, lass mich ein, ich bin deine wahre Wesenheit. Gesellschaftsbildung in dem Sinne, dass Menschen sich treffen, die haben mit der Anthroposophie dieses Erlebnis. Das heißt natürlich nicht, dass sie jetzt gleich eine glückliche Gemeinschaft werden. Die Gesellschaftsgeschichte spricht eher vom Gegenteil. Aber sie haben sich gefunden. Wilhelm Seimanns von Emmichhofen sagte einmal, er habe nie eine so innige Gemeinschaft unter Menschen erlebt, als wenn Rudolf Steiner einen Vortrag hielt. So ein Satz ist den Kritikern sehr verdächtig.
Aber irgendwie ist das so gewesen, das schloss diese Herzen auf und die verwoben sich zusammen. Die Herzen schlugen gewissermaßen zusammen in diesem Moment. Das ist auch ein Mysterienmoment. Das ist auch eine Art von Grundsteinlegung in allem ersten Anfang. Und da kommt das Bienenmotiv hinein in diesen Vorträgen, dieses Motiv der Arbeit für die Zukunft, dieses Venusbewusstsein, auch diese Merkwürdigkeit, dass sie ja die Wärme in sich haben als Bienenstock, die Temperatur und das menschliche Blut. Irgendwo ein tiefes Empfinden von Zusammengehörigkeit, Schwesternseele im weitesten Sinne, aber mit einem kosmischen Bewusstsein und fast, sagt Rudolf Steiner einmal, wie ein frühreifes Kind. Etwas, was uns auch weit voraus ist, zugleich unserer Bedarf und dem wir uns lernen zu nähern. Und ein zweites Motiv ist auch deutlich in frühen Vorträgen zu hören und es kommt 23 wie zurück, als Rudolf Steiner das Bienenthema ganz mit hineinnimmt in den Jahreslauf. Das sind überhaupt die Elementarwesenheiten. Und da finden wir schon in Vorträgen von 1908, dass er sagt, was bringt denn die Bienen eigentlich zu ihrem Ziel, zu den Blüten, was zieht sie dahin? Da gibt es ja viele Studien und Forschungen, ist es der Geschmackssinn, ist es der Lichtsinn, und da kommt ja auch Müller mit seinem Zeitungsartikel. Aber Rudolf Steiner sagt ja eigentlich in diesen frühen Vorträgen, da wirken Wesen mit Luftwesen, Sylphen wirken damit. Die werden auch wie geführt, diese Bienen, begleitet. Wir sind natürlich beeindruckt von der Zielstrebigkeit, mit der sie das finden, aber da ist etwas, was auch die Biene hinleitet. Also eine Luftwesenheit, eine elementare Wesenheit, diese wunderbaren Sylphen, die dann aber auch in der Nähe bleiben und auch ein Interesse daran haben, was sich dann da vollzieht zwischen der Blüte und der Biene. Und diese Aura, die da entsteht, wenn diese Biene da saugt. Und das hat Rudolf Steiner wunderbar beschrieben. Und er sagte dann auch, die alten Imker, die ganz früher, die haben mit so Sylphen echt Umgang gehabt. Das heißt, man sagt Instinkt und hat dann einen Instinktverlust. Aber was war denn dieser Instinkt? Das kann man ja auch bei den Landwirten fragen. Klar, sagt man, die haben es noch in den Händen gehabt oder im Blut. Aber ja, man könnte Materialist werden, wenn man sagt, was ist denn im Blut? Aber letztlich waren sie von Geistigkeit begleitet, nicht? Elementaren Geistern, anderen Geistern, die sie begleitet haben in diesen Verrichtungen, in dem, was sie getan haben. Und das schildert Rudolf Steiner eigentlich schon sehr früh. Ja, November, Dezember 22. Und manches kommt dann doch ganz neu in diesen Vorträgen. Das war noch nie angeklungen. Wenn ich 21 Tage höre, denke ich natürlich gleich auch, da beginnt das Herz zu schlagen am 21. Tag nach der Konzeption, nicht wahr? Das erste Organ, das im Menschen von Aristoteles beobachtet, beginnt zu schlagen, aber ein Sonnenorgan. Das Herz ist ein wirkliches Sonnenorgan, eigentlich die Sonne, die eingezogen ist in das Menschenwesen. In der Embryologie wissen wir das, da heißt das Descensus Cordis. Die Herzanlage wird nicht hier gebildet, sondern hier. Über dem sich ausbildenden embryonalen Leib bildet sich eine Struktur, die dann langsam absteigt. Das steht in jedem Embryologiebuch, Descensus Cordis.
Und man sieht fast den alten Mysterienpriester vor sich, der irgendwie am Altar steht, vor der Sonne und mit seiner Substanz. Und so ist das Herz eingezogen, zieht ein in jeden sich ausbildenden Leib, die ersten Wochen schon. Und wenn es angekommen ist und sich mit dem Blutgeheimnis verbunden hat, beginnt es als erstes Organsystem zu schlagen. Und das Ich zieht ein aus der ganzen Peripherie, und das ist ja ein sehr stark peripheres Ich, in dieser Welt noch der Ungeborenen, 21 Tage, auch hier, dass das Sonnenherz beginnt zu schlagen und dass ich mit diesem Sonnenherzen beginnen kann zu leben. Menschliche Bildeprozesse, und wir hörten es so schön vorher von den Bienenbildeprozessen, und nie hatte er das zuvor so gestärkt. Rudolf Steiner, wie sie da zusammen als Trias wirken. Und nie hatte er so über die Bienenlebensvollzüge gesprochen, wie in diesen Vorträgen dann November, Dezember 23. Nie zuvor so über die Beziehungen des Menschen zum Bienenwesen, unseres Hauptes und der ganzen Geheimnisse unserer Leibesbildung. Ja, ein heiliges Tier von alters her, sagt Rudolf Steiner, diese Sonnenkinder, weil dem Menschen organisch so nahestehend. Es ist ja ein tiefes Geheimnis, dass der Honig wirklich das ist, was selbst den alten Menschen noch in seiner Inkarnation halten kann. Und irgendwann darf man ja auch gehen, das ist ja dann auch gut, aber erst eben, wenn die Zeit erfüllt ist. Und dass die Bienen über den Honig den Menschen auch helfen, Erdenbürger zu bleiben, bis der Rhythmus sich vollendet hat, ist schon etwas unheimlich Tiefes, dass sie unsere Inkarnation fördern. Sie selber sind diesen Weg nicht gegangen, aber sie begleiten den Weg dieses Menschen in diese Inkarnation. Und dann ist natürlich die Gefährdung des Bienenvolkes, das ist ja ein Thema, das auch jetzt aufkommt, wie auch anders im November 23, wo die Erde sowieso kurz davor steht, zu kippen. Steiner sagt ja im September 24 zu den Priestern, es kann sein, dass im 33 alles zu Ende ist. Es ist eine Möglichkeit, dass 1933 die Erdentwicklung zu Ende kommt, weil das Tier aufsteigt und es ist nicht sicher, was dann geschieht. Es ist schon auch zu bedenken jetzt im Rückblick auf 100 Jahre 9. November, es hätte auch anders gehen können. Dieser Krieg hätte auch anders ausgehen können. Oder eben das Geheimnis der Atombombe wäre doch zum Einsatz gekommen. Letztlich stand es eben doch sehr knapp vor dem Ende. Und Rudolf Steiner wusste schon im November 23, wie gefährlich das alles wird und wie auch ein Angriff natürlich auf das Bienenwesen geschehen wird. Das sagt er dem Müller natürlich nicht so direkt, so im Sinne von, das, was Sie hier vertreten, lieber Freund, das ist genau die Strömung, die dafür sorgen wird, dass in 100 Jahren keine Biene mehr da ist. Er sagt viel freundlicher, wir sprechen uns in 100 Jahren und dann sehen wir, welche Antwort und so. Und eben, es geht ja gar nicht um den Müller. Es geht ja nicht um die Menschen, die oft ganz gläubig sind an moderne Technologie und Gesundheit und alle wollen ja das Beste. Aber was da eigentlich, wie Ahriman sich auf den Weg gemacht hat und dass er die Bienen nicht verschonen wird, das liegt ja gewissermaßen in der Natur der Sache. Damit wird natürlich die Frage nach einer artgerechten, lebensgerechten Imkerei zu einer Zukunftsfrage der Menschheit. Und man versteht natürlich so einen Satz,
dann wirklich auch sehr gut, wie wir ihn damals, Johannes und ich, auf das Buch hinten drauf geschrieben haben. Für die Bienenzucht, wir hörten es vorher auch, muss eigentlich jeder Mensch das allergrößte Interesse haben, weil von der Bienenzucht wirklich mehr, als man denkt, im menschlichen Leben abhängt. Er hat ja wahrscheinlich nur sehr wenig gesagt, Rudolf Steiner. Also dass eigentlich diese Hingabe zu diesem Bienenwesen und ihrer aller Arbeit, dass es weitergeht und dass es gut weitergeht mit den Bienenwesen, natürlich etwas Essentielles ist für die Zukunft der Menschheit. Er macht natürlich etwas Mut. Das hört man ja auch sehr gern, wenn er sagte, na, sie sind aber nicht so ausgeliefert wie die Kühe. Das heißt, die Bienen werden schon aus sich selber heraus auch sehen, wie sie sich nicht einfach auslöschen lassen und wie sie mit Vorgängen der Adaptation auch versuchen, weil sie stehen der Natur näher. Und sie sind ja, wir sind ja selbst als Imker gezwungen, sie gehen zu lassen. Können sie ja nicht festhalten gewissermaßen, wie die Kühe, die nicht mehr aus dem Stall dürfen. Also sowas kann sich niemand leisten. Insofern macht er ja auch ein bisschen Vertrauen, dass dieses Wesen kein schwaches ist. Aber natürlich hofft er, dass es auch bei den Arbeitern ankommt. Das sind ja, wenige von denen sind Imker und dann ist es klar Nebenerwerb und die haben noch eine kleine Landwirtschaft gehabt und ein paar Bienen sind da. Er hat ja jetzt nicht einen Fachkurs gehalten, um dann ein Ausbildungsseminar zu gründen, hätte er vielleicht ja alles gerne getan, Rudolf Steiner. Kann man sich doch vorstellen, naturwissenschaftliche Sektion, eine der wichtigsten Aufgaben, eine zukunftsfähige Imkerei zu entwickeln und vielleicht schon gar eine Aufgabe, wo die Menschen irgendwann sagen, Respekt, die Anthroposophen sind komische Leute, aber den Bienen geht's gut bei denen. Steiner hoffte ja darauf, dass mitunter sowas entsteht, dass die Menschen sagen, wir verstehen nicht, was die denken, wie die sind, aber man muss schon sagen, das, was sie tun, das überzeugt uns doch sehr stark. Insofern kann man annehmen, wenn Rudolf Steiner mehr Zeit gehabt hätte, er konnte ja nicht einmal die Landwirte noch einmal treffen nach Koberwitz. Das wäre ja genau passiert, Ende September waren sie ja gekommen, um ihm zu berichten über ihre Erlebnisse seit Koberwitz. Aber er ist zu schwach. Es ist die erste Berufsgruppe, die er nicht mehr empfangen kann, weil er auf dem Krankenlager ist. Nun, die Imker, die waren noch gar nicht so sagen organisiert. Ich möchte damit nur sagen, er hat es eigentlich übergeben, den Arbeitern am Goetheanum und auch nur in ersten Skizzen. Und wie auch immer man zu den 100 Jahren steht, aber es ist doch Enormes entstanden unter ihnen an Lebenspraxis, an Wissen, an Weisheit. Als wir diese Tagung vor 9 Jahren hatten, ich habe nur gestaunt an den gekommenen Imkern, es waren ja einige da, die auch heute da sind, was sie alles wissen, sehr viel mehr vielleicht als Rudolf Steiner. Er hat ein anderes Wissen gehabt. Aber was für ein Glück, möchte ich sagen, dass das, was so unscheinbar den sogenannten Arbeitern weitergegeben wurde, also es waren richtige Arbeiter, aber man sollte sie vielleicht nicht zu klein sehen, das ist dann doch etwas geworden, was im Sinne von Johannes Wirz auf die Erde gekommen ist und was dann auch etwas gezeitigt hat. Ja, 100 Jahre dieser Vorträge, hier brennt eine Kerze. Rudolf Steiner sagt, das Anzünden einer Bienenwachskerze sei doch eine ganz merkwürdige, heilige Handlung. Und im verbrennenden Wachs in der Kerze haben die Leute früher etwas geahnt, was da hinauffliegt zum Himmel, was in ihrem eigenen Leibe ist. Es sind ja ungeheure Geheimnisse damit verbunden, sowohl was die Inkarnation betrifft und das tiefer in den Leib kommen, aber auch wiederum,
was das Ausschwärmen betrifft, wo Rudolf Steiner sagt, was für ein tiefes Bild auch für den Weg in die geistige Welt. Tja, wie schließt man das ab jetzt? Die Zeit ist um. Damals in Rütihubelbad habe ich noch einmal erzählt aus der esoterischen Stunde, wo Rudolf Steiner so schön sagte, als der Christus am Kreuze hing, mit den blutenden Wunden kamen Bienen und sogen Honig daraus, wie einst aus roten Rosen. Das Blut hatte durch das Opfer seine chemischen Bestandteile geändert. Es war rein wie der Saft der roten Rosen. Das war in einer esoterischen Stunde und ein Bild gewissermaßen, die Bienen und das Kreuz von Golgatha. Heute blickt man mit größter Sorge hin, sozusagen, auf Jerusalem und das Kreuz von Golgatha und auch die Schicksale des 20. Jahrhunderts, aber immer noch die Bienen umher. Ich würde gerne heute enden mit der vierten Strophe der Grundsteinmeditation, denn es war ja im Grunde hineinkommend in eine aufbrechende neue Gesellschaft für die Zukunft der Menschheit, wo Rudolf Steiner den Grundstein legte, einer Neuwerdung der Erde. Und ich glaube, er hätte es nicht tun können, ohne die Bienenvorträge gehalten zu haben. Ich meine jedenfalls, sie gehören absolut zu diesem Prozess, der dann zu einer Grundsteinlegung führte für die Zukunft an diesem 25. Dezember 1923, angesprochen in der Meditation, die daran erinnert, ist immer die Menschenseele, aber in gewisser Weise auch diese Schwesternseele, dieses hohe Wesen, dieses Venus-Liebe-Bewusstseinswesen. Und so darf ich vielleicht schließen meine Ausführungen nur mit der vierten Strophe einer Zeitenwende damals und heute. Und ich hoffe, dass Ihre Zusammenkunft eine große Kraft, großes Licht, große Wärme entfaltet, jetzt erst einmal nur unter Ihnen. Aber das hat schon eine Bedeutung, meine ich, für die Zukunft, nicht nur der anthroposophischen Bewegung, sondern überhaupt dieses Menschenwerden, das Fortbestehen des Menschenwesens. Ich glaube, dazu gehören die Bienen und die Menschen, die sich um sie kümmern, und die Kinder, die sich an ihnen erfreuen. Und im Grunde ist das so unendlich viel wichtiger, als man oft denkt. Also nicht mehr das Kreuz und das Blut, sondern 2000 Jahre später. Und da sind die folgenden Worte erklungen. In der Zeitenwende trat das Weltengeisteslicht in den irdischen Wesensstrom. Nachtdunkel hat er ausgewaltet, taghelles Licht erstrahlte in Menschenseelen. Licht, das erwärmet die armen Hirtenherzen. Licht, das erleuchtet die weißen Königshäupter. Göttliches Licht, Christus Sonne, erwärme unsere Herzen, erleuchte unsere Häupter, dass gut werde, was wir aus Herzen gründen, was wir aus Häuptern zielvoll führen wollen.